Ganz gemütlich fährt der Triebwagen der Delitzscher Kleinbahn Richtung Bahnhof Glesin. Was hier ganz normal aussieht, ist in der Realität schon seit Anfang der 70er Jahre Geschichte. Wir befinden uns heute mal wieder im Maßstab 1:87, ganz in der Nähe von Leipzig, auf einer Modellbahnanlage von Sven Meyer, der IG Modellbahn Schkeuditz. In der Nähe von Glesin waren viele landwirtschaftliche Betriebe und eine Brauerei in Krostitz angesiedelt. Beziehungsweise sind es immer noch. Nicht nur die Bevölkerung nutzte die Eisenbahn, um von einem Ort zum anderen zu kommen, auch die landwirtschaftlichen Güter konnten ganz bequem damit transportiert werden. Mit dem Bau der Eisenbahnstrecke wurde übrigens 1901 begonnen. Der erste wenige Kilometer lange Abschnitt wurde 1902 eingeweiht. 1929 führte die Strecke von Krensitz über Glesin bis nach Delitzsch. Am Ende waren es 37 Kilometer Strecke, die von 1967 bis 1972 abschnittsweise stillgelegt wurde. Der Bahnhof Glesin hatte auf der gesamten Strecke das höchste Güteraufkommen, sodass es auf beiden Seiten ein Ladegleis gab. Ein Wohnhaus und ein Lokschuppen durften auch nicht fehlen. Ach so. Und natürlich das Bahnhofsgebäude, welches vorbildgetreu mit einzeln verlegten Biberschwanzdachziegeln gedeckt wurde. Auch heute ist hier recht viel Betrieb. Wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr die Echtholzschwellen der im kompletten Eigenbau gefertigten Gleise und Weichen erkennen. Das geht vor Ort natürlich ein bisschen besser. Dazu hatte ich beim Modellbahn-Winterfest in Schkeuditz Ende Januar 2024 die Gelegenheit. Die Anlage war dort 10 Jahre zuvor das erste Mal ausgestellt. Natürlich gibt es noch viele andere Details zu entdecken. Auch im strahlenden Wintersonnenschein. Also dann genießt eure Zeit, am besten mit und nicht ohne Eisenbahn.